Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses neue Sendeformat haben wir extra für Sie gegründet, damit Sie die Hintergründe einer Vielzahl von chronischen Erkrankungen verstehen können. Der Infektionsdetektiv Rolf Jansen Rossek ist Arzt, Umwelt- und Tropenmediziner und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, für Sie und uns diese Sendereien zu machen. Mit über 50 Jahren Erfahrung mit Infektionen dürfen Sie eine anspruchsvolle Sendung erwarten. Deshalb sei hier hingewiesen, dass diese Sendung eine wichtige Seite für Betroffene aufzeigt, sich aber besonders an das medizinische Fachpersonal zur Anregung weiterer Labordiagnostik richtet. Und nun übergeben wir das Wort an Rolf Jansen Rossek. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen auf meinem Format Krankheiten unter der Lupe. Heute ein Thema, was mich auch zu Beginn, auch bei der Erarbeitung des Vortrags, sehr emotionalisiert hat. Ich hatte gerade ein Interview mit zwei durch Autismus betroffenen Müttern, die auch während des Interviews den Tränen nah waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe doch einiges über Autismus gelesen, habe mich aber noch mal intensiver jetzt damit auseinandergesetzt. Und viele, die mich regelmäßig anschauen, wissen, dass ich schon über die L-Form-Bakterien gesprochen habe und dass es eigentlich erstaunlich ist, dass im Rahmen der ganzen Aktivitäten der Selbsthilfegruppen, aber auch der Forschungsbeiträge ein Thema eben kaum erwähnt wird. Und man kann, wenn man über Autismus spricht, eben halt diese Themen nicht ignorieren. Nur nochmal, die findet man, wie ich das in anderen Videos schon gesagt habe, nicht einfach in den digitalen Medien und kann eben halt über PubMed zum Beispiel auf diese Vorträge oder auf diese Veröffentlichung zugreifen. Oft sind sie in deutscher Sprache geschrieben oder sie haben sonst keine Aufmerksamkeit gefunden. Das ist bedauerlich, aber lass uns nochmal darüber sprechen, denn ich glaube, da sind wesentliche Aspekte, die überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. Wir kommen, wenn wir über den Autismus reden, an einer Person nicht vorbei, leider Mettmann. Ich hatte in dem anderen Video schon darüber gesprochen, die auch 2005 in die Michigan Women's Hall of Fame aufgenommen worden ist. Da kommt man nicht so einfach rein. Da muss man schon eine Leistung für erbracht haben. Sie lehrte Immunologie, Mikrobiologie, Biologie und auch Pathologie, war Dozentin an der Harvard-Universität und hat eben jahrzehntelang über diese L-Formen, diese kryptischen Formen, diese schlafenden Formen der Bakterien gesprochen, die eben nicht so aussehen wie das, was man normalerweise, wenn man in der Kultur eben halt einen Abstrich macht und das unter dem Mikroskop beobachtet, eben halt die normalen Formen der Bakterien, deren entsprechen eben die L-Formen nicht. Man muss nicht nur Virologin und Biologin sein und Mikrobiologin wie Sie. Man muss eben halt über gute Techniken im Labor, aber auch über enorme Skills als Wissenschaftler verfügen, die, glaube ich, heute in den Routinelaboren zum großen Teil nicht mehr gelehrt werden und auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Es geht also auch in Ihrem Buch Cell Wall Deficient Forms, Stealth Pathogens um genau die Sache. Es sind nämlich im Grunde so wie Tarnkappenbomber, die unter dem Radar fliegen, auch diese Erreger immer unter dem Radar geflogen. Und es geht um einen alten Feind, der heute zur modernen Geißel wird. Und es geht um die Frage nämlich, ob diese L-Formen, und zwar speziell die L-Formen von der Tuberkulose, nicht möglicherweise die Ursache eben halt von den Autismuskindern sein können. Und hier muss man in meinen Augen nochmal Augenmerk drauf legen. Das ist ganz wichtig. 2001 hat Mettmann bezüglich der menschlichen Patienten gefolgert. Es gibt wenig Zweifel daran, dass die manchmal ultrafiltrierbaren Formen von Bakterien von den Kapillaren der Mutter zu denen des Fötus gelangen. Also sie hat sich schon damit beschäftigt, wie eben halt das Kind im Mutterleib infiziert werden kann. Für mich war das Thema so wichtig, weil ich eine Mutter habe oder hatte, sie ist mittlerweile gestorben, die nur ein Auge hatte und da war die Krankheit Toxoplasmose eben halt hier im Vordergrund. Sie hat dazu geführt, dass eben sie eine Entwicklungsstörung an ihrem Auge hatte und deshalb nur ein Auge hatte, als sie auf die Welt kam. Wir sehen also hier, die Mutter spielt unter Umständen eine Rolle. Bei der Toxoplasmose ist das noch relativ einfach zu eruieren, wenn man eben in diesem Falle die Exposition wusste, das heißt, ein Tier wurde geschenkt zur vulnerablen Zeit der Schwangerschaft. Wenn man dann Untersuchungen macht, man kann heute LTTs machen mit Lymphozyten testen, also oder ELISpots, oder man kann auch Antikörpertestungen durchführen, dann lässt sich
dieser Spur leicht verfolgen. Man sieht also die Exposition, man hat die Laborergebnisse und kommt dann eben sehr schnell zu dem Schluss, hier ist eben dieses Auge verloren gegangen durch die Toxoplasmose-Infektion. Wenn das nur mal so einfach wäre bei der Tuberkulose, das ist leider nicht der Fall. Erstens mal gibt es Mütter, die zum Beispiel infiziert sind, die überhaupt gar keine Symptome haben. Das ist ganz wichtig. Dann ist wichtig, wenn die Mütter eben keine Symptome haben, kann diese Infektion, die sie haben, die völlig stumm ist, in der Schwangerschaft, und das ist ein ganz großes Problem, reaktiviert werden. Das heißt, durch die Reaktivierung wird dann das werdende Leben extrem gefährdet, und dann kann eben halt jetzt eine Infektion des Kindes im Mutterleib erfolgen. Und das bleibt aber alles unter dem Radar, weil im normalen Labor das nicht nachweisbar ist. Man kann nicht mal eben Antikörper auf Tuberkulose bestimmen lassen. Viele der Hauttests zum Beispiel sind auch nicht unbedingt verlässlich. Und dann kommt man in eine schwierige Gemengelage. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass möglicherweise in der letzten Zeit auf diese Dinge nicht so wesentlich Rücksicht genommen worden ist. Und wenn man eben die Literatur bemüht, dann findet man aber hunderte von Literaturstellen, die im Zusammenhang stehen mit diesen Dingen. Und es ist nicht so, dass eben halt Mettmann nur das gemacht hat, sondern auch Calmett, der eben halt früher schon auf Tuberkulose die Plazenta untersucht hat und gesehen hat, dass diese virale, nämlich extrem kleinen Formen nachgewiesen werden konnten, die überhaupt in der Lage sind, nur durch die Plazenta hindurchzugehen. Die ist nämlich normalerweise völlig intakt, und deshalb kann man eben nicht so wie beim Leaky Gut zum Beispiel, wo bestimmte Erreger aus dem Darm dann in die Blutbahn gelangen, kann man nicht davon ausgehen, dass es eine Leaky Plazenta zum Beispiel gibt. Das ist nicht der Fall. Dafür müssen eben kleine Formen, die bis zu 0,01 Mikron klein sind, eben halt diese L-Form, die müssen dazu eben halt aktiviert sein und müssen dann eben halt die Plazenta durchwandern. Erst wenn das garantiert ist, wenn das möglich ist, und das konnte Calmett nachweisen, der sich intensiv mit der Forschung um die Tuberkulose beschäftigt hat, die ja damals eben halt noch offensichtlicher war, weil eben halt die Medikamente, die Antibiotika, die ja erst 1945 auf den Markt kamen, noch nicht zur Verfügung standen. Zu der Zeit, als eben halt um die Jahrhundertwende, diese Wissenschaftler stammen also alle um die 1820, 30 geboren, eben halt noch aus dem alten Jahrhundert, in dem noch sehr viel experimentell auch geforscht wurde und sehr viel auch über die Tuberkulose. Deshalb, weil eben halt sehr, sehr viele Menschen an der Tuberkulose, bevor eben die Medikamente eingeführt waren, gestorben sind. Und zwar ein Riesenproblem, ein Riesendrama. Es gibt aber auch Fälle zum Beispiel, wo die Übertragung im Mutterleib erfolgt und die Säuglinge kommen eben halt komplett ohne gesundheitliche Beeinträchtigung auf die Welt. Man sieht das nicht. Also auch hier wieder ist eben halt überhaupt kein Anreiz, einer Forschung nachzugehen oder einer Diagnostik nachzugehen, weil gar keine Symptome da sind. Jetzt gibt es aber eben halt, und das ist durch einige Wissenschaftler festgelegt worden, dieses Zeitfenster von 30 Monaten nach der Geburt, und dann beginnt eben der Autismus, denn es ist eben dann die Auseinandersetzung des Erregers mit dem Immunsystem der Fall, und dann gibt es eben halt diese Latenzzeit von 30 Monaten und dann tritt das eben halt auf. Für leider Mettmann war es schon schlimm genug, dass die Bakteriologen des 21. Jahrhunderts eben halt diese zellwanddefizienten Bakterien, also diese L-Form, eben ignorierten. Und das ist sehr bedauerlich, denn sie hat wirklich den Weg gebahnt für eine spektakuläre Forschung, die aber eben halt nicht mit Euphorie aufgenommen worden ist. Hinzu kam, dass die Bakteriologie sowieso insbesondere von den Genetikern nicht besonders ernst genommen worden ist. Und umgekehrt gab es da eben halt auch entsprechende Differenzen, denn die Bakteriologen wollten natürlich auch nicht so viel mit den genetischen Erkenntnissen zu tun haben. Und hier gibt es eben halt diese Dinge, die im Widerstreit liegen in der Wissenschaft. Man glaubt immer, es geht nur um die Wahrheit. Nein, es geht natürlich hier auch sehr viel um persönliche und auch Partikularinteressen. Und das verhindert manchmal eben, dass diese Entwicklungen dann weitergehen. Manchmal scheitert es auch dann eben an entsprechenden Forschungsgeldern. All diese Dinge haben eben halt dazu geführt, dass auf diesem Sektor eben nichts Bahnbrechendes weiter passiert ist, und deshalb liegen eben noch viele Dinge, was eben die Ursache des Autismus angeht, im Dunkeln. Und wer aber einmal eben halt gesehen hat, wie ein autistisches Kind
vor Schmerzen eben den Kopf gegen die Wand schlägt, der wird nicht unberührt bleiben. Und das ist auch, was leider Mettmann beschäftigt hat, dass sie sagt, wenn es eben halt um die Gesundheit der Kinder geht, da hört der Spaß auf, eben halt dieser Spaß in Anführungsstrichen, der zur Ignorierung bestimmter Erkenntnisse, insbesondere auch ihrer wissenschaftlichen Arbeit geführt hat und eben da zum Teil eben dazu auch geführt hat, dass keine wesentlichen Erkenntnisse weiter kreiert worden sind. Ne? Wichtig ist noch zu wissen, und das hat letztendlich diesen Erreger der Tuberkulose so stark gemacht, dass er das Cholesterin des Körpers verwenden kann. Und wir wissen ja, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen den Cholesterinwerten des Menschen und seiner Schilddrüsenfunktion. Früher wurde zum Beispiel die Schilddrüsenfunktion an dem Cholesterinwert im Blut gemessen über Jahrzehnte. Davon ist man heute ja völlig abgekommen und ist zu dem etwas weniger verlässlichen TSH-Wert gekommen. So steht das ja auch in den Leitlinien drin. Und wenn man sich vorstellt, wo denn die Erhöhung des Cholesterins herkommt, nämlich von der Hypothyreose, und wenn wir wissen, dass die Hypothyreose diesen Hypometabolismus im Körper hervorruft, mit Mangel durch Blutung, kalte Hände, kalte Füße und so weiter, ist ja sehr bekannt, und gleichzeitig eben halt das Immunsystem total geschwächt wird und es im reflektorisch sozusagen über den Hypometabolismus nicht mehr zum Abbau und zu der Verwendung des Cholesterins kommt, dann hat jetzt der Erreger der Tuberkulose zwei ganz große Vorteile für sich. Erstens, das Immunsystem ist schwach. Das sind die Menschen, die sich infizieren. Meistens sind sie hypothyreot. Und deshalb gibt es da oft auch einen Zusammenhang. Bei Müttern mit autistischen Kindern sehen wir sehr oft eben halt eine Hypothyreose, kalte Hände, kalte Füße und die anderen bekannten Symptome. Und gleichzeitig steigt der Cholesterinspiegel an. Und das führt natürlich dann dazu, dass die Tuberkuloseerreger wirklich gut angefüttert werden. Und wenn jetzt noch in der Schwangerschaft die Verhältnisse sich im Immunsystem ändern zugunsten des Erregers, dann haben wir wirklich eine unheilvolle Allianz. Und wenn dann die Kinder infiziert sind und das auch noch mit einem nicht nachweisbaren Erreger. Und so gab es eben halt einen Wissenschaftler, der sogar gesagt hat, man müsste die, wenn schon auffälligen Kinder, in jedem Fall noch in sehr frühem Alter eben halt punktieren, also eine Liquipunktion durchführen, was natürlich ein Riesenaufwand ist und für die Kinder auch eine riesige Belastung. Das hätte aber dann dazu geführt, dass man den Nachweis eben besser hätte führen können. Aber die Durchführung in der Praxis ist natürlich problematisch. Wir müssen also zunächst erstmal davon ausgehen, dass wir eine besondere Problematik haben durch die verschiedenen Faktoren, die im Grunde der Tuberkuloseinfektion in die Hand spielen und dass die Kinder dann durch diese lange Latenzzeit erstmal als solche gar nicht gefährdet entdeckt werden. Und dann kommen noch andere Dinge natürlich dazu, als man auf die Idee kam, und zwar hat das John Langdon Down, der später auch das Down-Syndrom 1866 beschrieben hat, der hat eben halt gesagt, er glaubte, dass Autismus größtenteils von der Tuberkulose der Eltern herrühre. Dann ergab sich eben halt bei diesen entwicklungsbehinderten Kindern eben halt eine Entwicklungsbehinderung durch die Tuberkulose. Und das sind Dinge, die mochte man eben halt in der Öffentlichkeit nicht so sehr. Das war dann, it's not my disease sozusagen. Also diese Tuberkulose hatte natürlich einen schlechten Ruf in der Bevölkerung. Und deshalb wollte man auch nicht, dass die Kinder damit in irgendeiner Weise im Zusammenhang stehen. Schon gar nicht die Eltern, die als Ursache vielleicht dafür in Frage kommen. Und das Problem ist eben dann gewesen, dass man eben das mehr auf der psychischen Seite gesehen hat. Also lieber, dass die Kinder psychisch in einer psychischen Entwicklung oder entwicklungsbehindert sind, gestört sind, als dass man sagt, die sind möglicherweise Tuberkulose infiziert. Das hat eine ganze Zeit eben halt eine Diskussion gegeben. Und am Ende ist dann dadurch eben halt das Augenmerk verloren worden für die Tuberkulose als Ursache, als mögliche Ursache. Jetzt gibt es eine andere Entwicklung, die ist wichtig zu beschreiben. Die ist eigentlich erstaunlich, wenn man das zum ersten Mal hört. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sind ja die Antidepressiva entwickelt worden. Imipramin war das erste zum Beispiel, was entwickelt worden ist. Später kam dann auch die Maro-EMA dazu. Und das Interessante ist, dass eigentlich 10 Jahre später erst diese Medikamente als Antidepressiva eingesetzt worden sind. Man hat aber im Grunde die Symptome ja schon vorher behandeln können, weil eben interessanterweise diese Medikamente gegen die Entwicklung und auch die Verbreitung bzw. die Intensivierung der Infektion bei Tuberkulose wirken. Das heißt, es sind eigentlich Antituberkulosemittel, Antidepressiva, sowohl dieses Imipramin und andere Nachfolger davon, aber auch die Mao-Hämmer, die wirken also direkt auf die Entwicklung der Bakterien. Und wenn die Patienten eben halt durch die Infektion
depressiv sind und ich setze diese Antituberkulosemittel ein, wenn dann eben halt die Depression durch die Tuberkulose verursacht ist, dann wundert man sich nicht, dass die Depression dann weggeht. Und so kam man eben 10 Jahre später auf die Idee, die als Antidepressiva direkt einzusetzen. Und man hat dann also den Blick verloren für die mögliche Ursache und den möglichen Zusammenhang zwischen der Antituberkulose-Wirkung. Und die Folge davon war eben halt, dass man sich mehr auf die Depression und die Antidepressiva konzentriert hat und von der Infektiologie abgekommen ist. Auch das hat dazu beigetragen, dass eben halt zu wenig weiter darüber geforscht worden ist. Man darf nicht vergessen, dass diese Tuberkulose eben halt zu einer hämatogenen Ausbreitung führen kann. Das heißt, eigentlich wird der Erreger ja über die Lunge aufgenommen. Und einige Forscher haben das also sehr schön auf den Punkt gebracht, bis letztendlich von der Aufnahme in den Alveolen, also in den kleinen Gefäßen sozusagen, Bläschen der Lunge, dann eben halt die hämatogene Ausstreuung bis zum Gehirn kommt, sodass der Weg also immer von der Lunge sozusagen zum Gehirn geht. Und das ist eben halt auch von einigen Wissenschaftlern gut beschrieben worden. Und wenn man sich jetzt über die Ausmaße überlegt, was da zu sagen ist, dann ist auch auffällig, wenn die Kinder Kopfschmerzen haben, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Kopfschmerz und der Erweiterung des Kopfes, das, was wir als Wasserkopf, als Hydrocephalus bezeichnen. Und interessanterweise gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Infektion mit Tuberkeln im Gehirn bei den Kindern eben, dass es zur Entwicklung und manchmal eben nicht direkt sichtbar, aber zu Druckverhältnissen auf jeden Fall kommt, die ansteigen, die eben zu diesem unendlichen Kopfschmerz führen und dann letztendlich zu diesem gruseligen Headbanging, was ich ja eben kurz erwähnt habe, was wirklich tief beeindruckend ist, wenn man das mal sieht und wenn man dann Vater oder Mutter von solchen Kindern ist, dann ist man natürlich schockiert, aber natürlich der Therapeut genauso. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Kopfschmerz, der durch Hydrocephalus entsteht. Der Hydrocephalus kann die Folge sein von Tuberkuloseinfektion und da das Ganze so kryptisch abläuft, ist eben halt oft da nicht weiter drüber nachgedacht worden. Die Literatur aber ist eigentlich erdrückend. Ich habe mich mit der ganzen Literatur, über 200 Literaturstellen im Rahmen eben halt dieser Vorbereitung beschäftigt. Und man ist doch erstaunt. Also ich kannte viele der Dinge, weil ich ja eine Ausbildung auch in Tropenmedizin hinter mir habe, wo es um diese Bakterien eben ging. Insbesondere Tuberkulose war in London im Krankenhaus sehr stark vertreten, aber auch die Lepra. Auch das sind ja kryptische Keime aus der Gruppe der Mycobakterien. In diesem Fall Mycobacterium leprae. Das sind also wichtige Dinge, die man erstmal kennen muss, die der normale Arzt ja normalerweise gar nicht lernt. Calmette und Mettmann haben beide Warnungen ausgesprochen. Calmette warnte Pathologen, dass zellwanddefiziente Formen nur wenig Gewebeveränderungen an der Plazenta verursachen. Das heißt, wenn ich mir die Plazenta angucke, sehe ich also auch nicht besonders viel. Mettmann hat wiederum aus ihrer Erfahrung gewarnt, dass selbst gesunde, sonst asymptomatisch schwangere Frauen mit einem Tuberkuloseherd irgendwo in ihrem Körper heimliche zellwandfreie Formen von Tuberkulose in das Blut freisetzen können, die dann die Föten infizieren. Also diese Warnungen liegen klar im Raum und die kann man in meinen Augen überhaupt nicht ignorieren. Und Rich war derjenige Engländer, der sich auch intensiv als Pathologe und Infektologe eben halt mit der Tuberkulose beschäftigte. Der hatte eben diese Äußerung getan, dass eben halt die Aktivierung der Tuberkulose in der Schwangerschaft dramatisch ist und eben halt dann völlig unbemerkt ablaufen kann und die Frucht wird infiziert. Und das ist übrigens auch dann noch durch Kollegen 2003 Gurion und Pellissolo ist das nochmal veröffentlicht worden im Journal of Autism and Developmental Disorders. Das heißt, die neonatale zebrale Tuberkulose ist sozusagen ein Mitglied des autistischen Spektrums. Und da kam eben später auch noch das Asperger-Syndrom dazu, was eigentlich nicht zu diesem Kreis gehört, was auch durch Tuberkulose verursacht werden kann. Wir sollten also überlegen, und das rate ich auch dringend, eben halt, dass wir, weil nicht nur die Tuberkulose eine Rolle spielen kann, möglicherweise als Ursache, sondern auch andere neurotrope Erreger. Die Tuberkulose ist ja sicherlich ein neurotroper Erreger. Die kann ja überall im Körper sich manifestieren, nicht nur im Gehirn und in der Lunge, sondern auch in den Knochen und an jeder Stelle in jedem Organ. Aber es gibt natürlich auch noch andere neurotrope Erreger. Und ich glaube, was wichtig ist, und das haben wir auch in dem Interview ganz klar zur Sprache gebracht, dass man zunächst mal
Aufmerksamkeit auf die Mutter legen muss und gucken, was die möglicherweise für Erreger hat, ob sie vielleicht eine Hypothyreose hat. Und natürlich dann auch bei den Kindern, bei den autistischen Kindern, muss man diese entsprechenden chronischen und neurotropen Erreger abklären. Wir sehen also, in der Diskussion um Autismus wird man ja nicht häufig auf diese Dinge stoßen, die ich jetzt gesagt habe. Aber es ist wichtig, diese ganze Sachen nochmal zu verfolgen und die in der Historie auch sehr eindeutige Literaturnachweise nochmal nachzugehen, um dann eben möglicherweise eine Perspektive zu entwickeln. Ich hoffe, dass sich die Forschung hier auch nochmal auf diese Aspekte konzentrieren wird. Ich rate auf jeden Fall jedem Therapeuten, egal ob Heilpraktiker oder Arzt, sich nochmal mit den chronischen Infektionen auseinanderzusetzen. Die Tuberkulose gehört sicherlich zu den wirklich gruseligen Erkrankungen, weil sie eben halt uns Schwierigkeiten macht in der Labordiagnostik, im Erkennen der Symptomatik, teilweise auch im Erkennen der Pathologie, wenn man denn als Pathologe damit beschäftigt ist oder eben halt auch als direkter Therapeut. Wir dürfen aber diese Dinge nicht ignorieren und das eben halt zugunsten der Kinder, die mit Autismus betroffen sind und den Eltern natürlich auch, die ein schweres Schicksal haben, wie das mein Interview wieder gezeigt hat. Ich bitte also alle hier nochmal, sich speziell mit der Mikrobiologie, der Infektiologie und aber auch der Labordiagnostik zu beschäftigen. Ich gebe eine Chance dazu in meinem Online-Kurs. Schaut einfach mal auf die Seite rolfjansenrosek.de und wenn ihr dann klickt auf Online-Fortbildung, dann seht ihr, da ist ein zweistündiges Video angeboten. Schaut euch es euch an. Wenn es euch interessiert, dann meldet euch und dann könnt ihr an dem Kurs teilnehmen. Ich halte die Infektiologie für den wesentlichen Teil, der leider heute immer wieder übersehen wird. Ich wünsche alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Rolfjansenrosek, Krankheitsdetektiv, Krankheiten unter der Lupe. Alles Gute. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.